Ich habe eine Frage an dich, mein Bester. Fragen dich Leute, Tabak, hast du Tabak? Wirklich nie. Nee, die Schwör? fragen Alter. warum ich mich so nenne. Okay, Alter, wäre ich mit dir in der Schule gewesen. Ich hätte die ganze Zeit, Tabak, wo ist mein Tabak? Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es ist endlich soweit. Seit wann ist FIFA 19 draußen? Seit Seit einem Tag? einem Tag? Richtig. Und jetzt gibt es schon den ersten SBB. Und wer mein Video gesehen hat mit mein FIFA-Team nach dem ersten Tag, der weiß, ich feiere Junior. Und um diesen Spieler geht es heute. Und Leute, wirklich, ihr habt es euch gewünscht. Kommentare, Twitter, Stream, Pipapo. Mein Gast ist heute niemand geringerer als Pato! Genau, Oh, okay. Nein, der weiß. Okay, nein, ja, Tabak. Hi, servus Tabak. Leute, ich bin jetzt auch mal wieder am Start hier bei Pato auf dem Kanal. Freut mich wirklich, dass wir uns gefunden haben hier, dass wir zusammen ein Video aufnehmen. Wird, glaube ich, eine mega coole. Gesucht und gefunden. Wir haben uns bei Parship Ja. gesucht und Oh gefunden. ja. Ciao. Und danach noch bei Tinder. Nein. Auf jeden Fall, Nee. naja, auf jeden Fall finde ich geil, dass wir die Aufnahme machen. Freue mich auch auf die Zukunft, Mann. FIFA 19 wird zusammen rasiert, würde ich sagen. Ja, definitiv. Wir beide streben wirklich die 100.000 Abonnenten dieses Jahr an. Es liegt eigentlich an euch, meine Besten. Also, wenn ihr uns das gönnt, wenn ihr uns supporten möchtet, einfach beide Kanäle abonnieren. Über einen Daumen nach oben wären wir auch mega, mega glücklich, ne? Link zum Video von Tabak ist in der Videobeschreibung ganz unten. Ganz Kappa. unten. Nach den Alter. Amazon Reflex. Aber Leute, ich muss euch noch einmal die Stats von Junior zeigen. Erstbesitzer, 25 Spiele, 24 Tore, 15 Vorlagen. Ich feiere den mega. Ich würde mal meinen, wir schreiben die Spiele auf Ja. und dann starten wir. Unser erster FIFA 19 SBB. Leute, nochmal, das verdient wirklich 23.000 Daumen nach oben. Oder was sagst Mama, du? Mama, Mama, 24 draus und dann haben wir's, oder? Das Ja, passt jetzt. dann Dann. haben wir's. Gut. Dann haben wir's. Dann würde Okay, ich sagen, bis dann. lieber schönes Spiel lang, gell? Ja, Pato. Du bist sicher so ein Fuchs, du gehst in eine andere Liga. Du bist ein Fuchs, du wirst hier so ein bisschen verwirren, ja? Ich weiß schon. Ja, wenn du reinhalten willst, dann halt doch gerne Also, rein. ich fange an mit dem Reinhalten, Jungs. Und wir haben hier Ja, die zwei Spieler erste gewinnen. Runde. Ja, und ich glaube, du hast mich wirklich gecatcht, weil ich bin in der Liga geblieben. Ah, okay. Dann hoffe ich, dass du mich echt nicht gecatcht hast. Mann. Mariano. Ja. Und Mariano. dann hast du ihn. Immer wenn man so nachfragt, hat man ihn. Nein, nein, nein. Und Das. Osman Dembele. Wer ist Spaß? Nee, ich habe Jesus und Hulk aufgeschrieben, Boah. weil ich dachte, ich habe ja dein Team gesehen. Main Ja, Team genau. gesehen. Weil ich Ja. dachte, du gehst mit Hulk mit Jesus. Geil. Okay, let's go. Gut. Ich halte ran. Mein Stift ist heute nicht gut zu erkennen. Ich finde meine Stifte heute nicht. Also, Ich fange let's an mit dem go. Stürmer. Dort haben wir den Spieler, den Ja. wir bei meiner Episode benutzt haben. Das ist Ben Yedder. Den hast du nicht. Den hast du Okay. nicht. Und rechts habe ich den gleichen wie du und das ist Dembélé. Alter, ich habe Jesus und Lukas wegen deiner Insta-Story Ah, heute. schau, wir waren fast ähnlich. Fast. Apropos Ja. Instagram, Leute, ich bin zu dem Zeitpunkt gerade in Berlin, ja? Folgt mir auf Instagram, ja? Dann könnt ihr mich treffen, Pipapo, ihr wisst Bescheid. Ja! Ah ja, und Taba könnt ihr auch folgen, by the way. Ja, gell. Mittelfeld. Gut. So, meine Besten, ich hab's aufgeschrieben, ich hatte gar keinen Plan, ehrlich gesagt. Ich halte rein. Okay. Ich fange an mit den mittleren ZM am besten einfach. Muss ich selber gut Ja. Spiel kennen. Wen habe ich da aufgeschrieben? Da haben wir den guten Mann namens Tolisso. linker ZDM. Und dort habe ich den guten von Neapel und das ist Alan. Oder Alan. Der ist Okay. übrigens, ich habe den jetzt schon ein paar Mal gespielt, der ist richtig stark. Und rechts habe ich, ich denke, da müsste nicht drauf gekommen sein, ist Renato Sanchez. Mann, der Der Tolisso-Move. hat ja das Man kennt ihn. Ja, Mann. Ich hab Fekir, Rabiot und Konogbia, einfach Franzosen. Ah, okay. Gut. Alter. Habe ich Glück gehabt, habe ich Glück gehabt. Bin gespannt. Ups, Ich hoffe, nicht. ich treffe Ich wenigstens nehme. einen. Komm schon. Ich habe mich für einen Franzosen entschieden. Okay, ich habe einen aufgeschrieben. Cyprien habe ich aufgeschrieben. Ah, habe ich genommen. Dann habe ich mich für einen Brasilianer entschieden. Der Brasilianer heißt Rafinha, ist linked zu Junior und Osman Dembele. Und rechte Seite, Alter, auf den bin ich gespannt. Wenn der funktioniert, dann kommt er in mein Main Team. Goretzka. Wahnsinn. Schade, Mann. Ich dachte,
Was? Du gehst mit Arthur, Brasilien und Barcelona hätte zu beiden angepasst, weißt du? Und dann noch habe ich einfach Kondogbia aufgeschrieben und den guten Fred, Brasilien wieder. Schade. Ah, Alter, man sieht sogar in der Aufnahme, dass ich heute total fertig aussehe. Ich glaube, das müsste aber auch von mir sein. Gut, ich halte rein. Die Außenverteidiger. Haltest du rein? Ich halte dich rein. Okay, ich beginne gleich mit rechts, mit der risky Stelle. Okay. Hätte ich den nicht gezogen, wäre ich auch gar nicht auf den gekommen. Mhm. Jetzt ist nur die Frage, wo der ist. Gezogen hast du den? Hm. Ja, es ist halt die Frage, ob du jetzt wirklich Kimmich genommen hast. Oder doch Mitchell Weiser. Okay. Dann, Linksverteidiger habe ich mich für, das ist eigentlich sehr obvious, Mondi. Okay, du hast Mondi genommen und wen hast du rechts genommen? Kimmich. Mitchell Weiser. Echt? Ja. Ah, ich hatte rechts Kimmich, aber links habe ich Mondi. Ich dachte, ich habe jetzt beide genommen. Welchen Mondi? Ich habe diesen F-Punkt Mondi, also den von der französischen Liga. Ah, okay, ja, den habe ich. Gut. Ich habe auch extra F-Punkt geschrieben. Torwart? Dann willst du, dass ich den Torwart ranstelle oder normal an große Linksverteidiger? Natürlich große Torwart, bitte. Okay. Fuck. Ach, ich halte rein. Heute ist nicht mein Tag. Okay, links haben wir den guten Alexandro. Okay, krass. Wie viel kostet der? Ich habe ihn für 65 knapp geholt. Alter. Und Rechtsverteidiger, jetzt pass auf, Pato. Vorne habe ich doch irgend so ein Fell gehabt mit Ricardo, gell? Kannst dich erinnern, oder? Ja. Ricardo Pereira als Rechtsverteidiger. Den wollte ich... Ach du Scheiße. Ich habe das verwechselt. Ich habe das verwechselt mit dem Team. Ich hab den weggestrichen. Ah, okay. Aber ich wollte ihn diesmal nicht nehmen, weil ich dachte, du weißt es noch. Deswegen habe ich nicht genommen. Nein. Also, gut. Dalbert und Hakimi. Ich habe nämlich Cancelo genommen. Ich habe Cancelo genommen auf rechts. Ah. Dein Inform. Ah, jetzt hast du Cancelo genommen. Genau. Ich hatte Ricardo nicht mehr genommen, weil ich dachte, du kommst jetzt drauf. Verstehst du? Ah, okay. Alter, weil ich das vorhin Pereira gejoked habe. Ich hatte Pereira krass als erster aufgeschrieben. Ha, egal. Krass, gut gemacht. Okay. Gut gemacht. Let's go. Finale. Mein Team ist ja gegen deines richtig Billow. Ich fahre einen Billow-Wagen. Weil wenn deine Außenverteidiger so teuer sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass du die Innenverteidigung so gestaltest. Ich bin bereit, mein Bester. Ich halte okay, rein, ich bin ja? Auch bereit. Perfekt. Okay, Leute, das Finale. Ich bin mega gespannt. Also ich habe schon mit Taba geredet jetzt. Ja. Ich bin echt gespannt. Kannst schon. Ich bin jetzt aufgeregt. Ich fange jetzt aber auch an mit dem linken Innenverteidiger. Ja. Und bist du da zufällig mit Koulibaly in Form gegangen? Nein. Weiß es nicht. Gut, nein, den habe ich auch nicht genommen. Ich dachte, vielleicht welche kommst Nation, du. Welche Nation hast du genommen? Brasilien. Okay, erzähl. Nein. Juan Jesus. Okay, warte. Gott. Nein, das sieht schlecht aus. Okay. Dann zweiter Innenverteidiger ist Pepe von Besiktas. Er hat uns beide getroffen. Und im Tor, natürlich muss er Pepe verbinden. Und dann bin ich mit unserem Held Karius gegangen. Deswegen habe ich gesagt, ich muss mich kurz konzentrieren. Ja. Ich habe alle drei. Nein. Soll ich sie schicken? Ich glaube es dir. Oh mein Gott. Warum nehme ich... Wegen Renato Sanchez. Cancelo war nicht der, sondern Renato Sanchez war der mich auf ihn gebracht hat. Ich glaube, du wirst mein Cancelo und mein Alexandro heute vernichten. Oh mein Gott. Stürmer ins Tor. Stürmer ins Tor und Bronze Innenverteidigung. Ey, Jungs, ich glaube, ich kriege in den Spielen einen Herzinfarkt. Oh mein Gott, das wird zu krass werden. Und was muss ich? Bronze Innenverteidiger. Ja. Bronze Innenverteidiger und Bronze Stürmer im Tor. Haltest du rein? Okay. Ich halte rein, ja. Ich meine, es kann mich ja genau noch eklig erwischen. Stimmt. Da habe ich ganz vergessen. Ich erinnere mich an dich, Kevin Vogt. Mhm. Dann dein Tolisso-Move habe ich zurückgeschlagen mit Kimpembe. Okay. Und im Tor habe ich mich entschieden für Areola. Ach, Mann. Weil also Kimpembe habe ich getroffen. Was? Kimpembe ist getroffen worden, Ta und Rufier habe ich Du hast Kimpembe getroffen? Ja, habe ich wirklich, ja. Er sagt es einfach so auf ganz gechillt. Ja, Kimpembe habe ich getroffen. Aber ich wollte Ta, ich dachte, du nimmst Ta, Mann. Nicht Vogt, Alter. Oha. Was ist los, Mann? Hätte ich noch Rufier getroffen, hätte ich vielleicht eine Chance. Also hätte ich, weißt schon, dann wäre es ausgeglichen. Wie kommst du auf Kimpembe, Mann? Fuck. Ja, Franzose, du hast ihn schon vorn genommen.
Leute, ich bin echt aufs Match gespannt. Wir haben echt ein Ich Handicap, auch. Ohne aber Spaß. sein Stürmer muss ich mal Time Finish machen. Ab ins Spiel. Ich komme eh nicht mal zum Time Finish. Aber du hast übertrieben mit deiner Außenverteidiger. Alle werden mich jetzt haten in die Kommentare wegen Nein, nein, dir. nein. Das ist ja meine Aber Schuld. Aber du hast Goretzka. Der ist fast so viel wert wie Cancelo. ich bin echt gespannt auf Goretzka. Mega. Ja. Nein! Nein, das darf nicht Oh mein sein, Mann. Gott, Ich habe Time Finish sogar. Sanchez. Ich dachte, das ist ein Rausspieler der Sanchez. Boah. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Bitte nicht Ripperino, Ripperino. Oh, Boah. mein Torwart ist da, Das ist Alter. doch ein Stürmer, oder? Jawohl, Mann, komm denn mit dir. Sehr Ja, schön. Mann, Digga. Sehr schön. Das war timed, Alter. Manchmal klappt's, manchmal klappt's nicht. Diesmal Glück Ich gehabt. hätte zum Beispiel aus der Position gar nicht Time Finish gemacht, aber krass. Nein, Das Wahnsinn, verstehe Mann. ich einfach nicht. War das Abseits? Was? War das kein Guck das Abseits? an, Oh Mann. Gott, habe ich Glück. Warum verspringt bei mir immer dieser verdammte Ball? Das überrascht mich sogar gerade. Guck das an. Oh Gott. Das habe ich mir Oh schon Gott. gedacht. Das habe ich mir schon gedacht. What the Was fuck? war das, Mann? Wenn du den jetzt noch erwischt hättest, keine Ahnung. Ja. Aus dem Fenster Ja, dann wär's gesprungen. vorbei. Zu krass, Dann wär's Junior. vorbei. Ja. Das sehe ich dir aber, schau. Ich hab's gefühlt Ja. gerade. Okay. Schön. Oh. Zählt er? Ja. Ja. Gut gemacht. Okay, das war Ripperino. Boah, was ein Spiel, Mann. Ohne Spaß. Das ist Na, mein. ein großer Stürmer im Tor, verstehst du? Was ist das gerade für ein Spiel? Och, ich bin so frustriert. Jetzt wieder Shepard. Toll, ey. Ohne Spaß, Aber mein Bronze-Keeper. Ich hab dachte wieder, er haltet ihn, ne? Aber den hätte er sogar halten können. Ja, also Den vorne, okay. Was macht er? Genau. Was mach ich? Was macht er? Oh, Was macht der? was machst du? Du machst Pressing. Was macht der? Spaß. Junior. Komm, Junior, sag was du willst. Boah! Ripperino, Mann. Der war schön. Der war echt gut, Alter, ne? wer war Den hätte da das? nicht mal ein normaler Torwart, Finja. glaube ich. Ja, der war krank. Komisch. Sag ich mal eben. Das habe ich jetzt. Oh, warte, 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 warte. Ach, okay. Egal, ich bin unabsichtlich ins Menü. PS Home. Jetzt noch einfach. Was war das? Nein, was mach ich? Oh, Warte. so ein krankes Spiel. Ah, Gott. Alter, GG, Mann. trotzdem, ich bin zu krass unzufrieden. Du hast es extrem gut gemacht, muss ich schon sagen. Aber meine Ja. Spielweise, ich muss mich so krass verbessern. Es war ein schwieriges Spiel, Mann. Es Es war war auf jeden echt Fall. schwer. Ich bin auch mega müde, Leute, aber es soll keine Ausrede sein. Zu Ja. krass. Ein Spieler, Krass, ein Alter. Spieler. Ich bin bereit, ich bin bereit. Wer Bitte ist stoß mal teurer? nicht. Wer ist Ja? teurer, Cancelo oder Sandro? Cancelo ist teurer. Okay, das war Ja, zu ist deutlich krass. teurer. Das war echt zu krass. Das wäre echt so krass, jetzt vor allem zum Also. Start, ey. Ich probier's jetzt. Entweder hast du einen Bronzespieler dorthin gestellt oder du hast ihn eventuell gelassen. Ich nehme den Rechtsverteidiger. Boah, okay, ich hab Glück gehabt, Jungs. Es ist, ja, Junior, Vinicius. Was? Oh, du Skandal, Skandal. Das heißt, er ist im linken Flügel, oder was? Nee, ich hab ganz korrupt umgestellt. Ich habe Allen Linksflügel, ich habe Rechtsflügel Sandro und er ist im Tor. Ich habe ihn ins Tor getan. Alter, Alter, Tor, das ist Pato, ich auch bin risky. so Tor ist so erleichtert. risky, oh mein Gott. Ich bin so erleichtert, Pato. Das Glaub's kann ich nicht. mir vorstellen. Also Leute, ich hätte mir auch nicht gedacht, dass er gleich mit Sandro und Cancelo kommt. Aber ist okay. Mir hat das mega, mega Spaß gemacht. Sorry, Leute. Ich bin heute extrem müde. Ich hatte harte Tage hinter mir. Trotzdem, es hat mir mit Tabak mega, mega Spaß War gemacht. richtig geil. Ja. Genau. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, einfach den Daumen wirklich kaputt schlagen. Daumen nach oben, hin und her. Macht euch 3, 4, 5 Accounts, dies, das. Abonniert gerne unsere Kanäle. Also oben, Videobeschreibung ist noch das Video bei Tabak, genauso wie es ist. Da geht es um einen Informspieler, werdet ihr dort sehen.
Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tabak hat das letzte Wort. Ciao, ciao. Danke fürs Zuschauen, Jungs. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Tabak. Ciao. Ciao, ciao.